Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City. Ja, heute machen wir weiter beim Tierheim. Ich würde jetzt gerade mal schnell gucken, was noch fehlt. Und dann gehen wir darüber. Ich esse soweit dabei. Da. Was bewegt sich denn da hinten? Hallo? Ach. Hallo? Hallo? Ah, endlich bin ich da. Das ist der Bürgermeister von Hunsgrab. Ja. Ich hatte mich ja schon mal angekündigt wegen der Rathauseinweihung. Ja, schön, dass du vorbeikommst. Ich komme einfach mal vorbei. Super. Das Rathaus steht ja nun schon eine Weile. Ja. Ja, ist auch wunderschön geworden. Meine Güte, was für ein Kasten. Die Riesenteil, ne? Ja, Riesenteil. Ja, aber das wird nicht das größte Gebäude. Da kommt demnächst noch, ja, viel Größeres. Aha. Ja, ungefähr dreimal. Man darf gespannt sein, ja? Ja. Okay. Ja, dann... Ja, Mensch, Molenia, so lange gucke jetzt schon hier immer im Fernsehen, im Hunsgrab-TV, ne, da immer deine Sendung, oder lass mir das erzählen, oder von den Barden, die erzählen mir über deine Heldentaten. Und und jetzt bin ich endlich hier. Es ist ein ganz schön weiter Weg durch die Wüste. Ja, es ist schon lang, ne, und heiß hauptsächlich. Ja. Es ist eine große Wüste. Ja. Ich habe da so ein paar Nomaden getroffen, die haben mir geholfen und da haben mich da aus dem Sand gezogen, wo ich schon fast verdurstet war. Und ich war schon fast versucht, die Flasche mit dem Hunsgraber Wasser auszutrinken. Ja, das kann ich mir glauben. Ich hoffe, du hast sie mitgebracht. Ja, ich habe sie dabei. Moment. Ah ja, hier ist sie. Warte. Hier. Da. Gucke. Sehr schön. Ja, ist Sekt, ne? Also extra Sekt, deshalb glitzert der auch so. Mhm. Ja, sieht sehr, sehr lecker aus. Und viele sagen, es wäre eine ganz besondere Erfahrung, ihn zu trinken. Ah ja, okay. Ja, ich stecke ihn erstmal wieder in eine Tasche. Und ja, dann zeig mir doch mal ein bisschen hier das schöne Radiant City. Dann würde ich dir erstmal das Rathaus von innen zeigen. Ja, klar, ne, gerne. Gucken wir uns das mal an. Mal gucken, ob ein Auto kommt. Hier hat man immer, das ist wie der, ne? Deine Straßen hier. Da kommt kein Auto. Nee, Autos gibt es noch nicht in Radiant City. Die Leute laufen noch alle. Ja. Ja, das wenn hier sie ist, laufen. Genau, das hier ist die Empfangshalle. Wow, mit Lava. Ja, ich war ja sozusagen immer dabei. Ne? Also meine Bahn haben mir immer berichtet, was hier passiert. Aber das jetzt mal so live zu sehen, ist schon echt beeindruckend. Ja, es ist schon viel größer, finde ich immer, wenn man selber drin ist, als wenn man nur guckt. Ja, genau. Ja, hier ist das Standesamt. Auch Standesamt, Hier darf geheiratet werden. Ja, wie viele haben denn hier schon geheiratet? Wie viele Ehepaare gibt es denn schon in Radiant City? Es gibt, glaube ich, noch gar keins. Was sind das für Typen hier? Die wollen alle nicht. Ach, herrje. Die hängen alle in der Zeitung rum und arbeiten den ganzen Tag. Ja, wenn du arbeitest, dann kommst du auf, das ist immer viel Arbeit und dann kommst du auf solche Gedanken gar nicht. Ja, das stimmt. Und es wird dunkel. Ja, hier ist die Anmeldung fürs Heiraten, also fürs Standesamt. Hier werden auch Geburten eingetragen und so weiter. Ah ja, auch bei null momentan noch. Guck mal kurz. Heirat, Hochzeit 0, Geburten 0, Scheidung 3. Wow. Schlechte Statistiken. Ja, es wird dunkel. Ich sagen, wir gehen erstmal schlafen dann. Ja, das ist ein guter Plan. Ich bin auch total müde. Ja, das glaube ich dir von der langen Reise. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir zu mir nach Hause. Aha, okay. Ja, ich bin jetzt auch ziemlich ausgemergelt, deshalb geht das mit dem Rennen nicht so. Sonst renne ich ja wie ein junges Reh. Also. Komm, ich helfe dir. Ja, es geht schon. Du hast ja noch die schnellen Schalter an den Türen. Ja, ich muss die mal ändern. Die Holzschalter sind, glaube ich. Fällt mir auch sehr gut, ja. Das ist sehr, sehr schön. So, dann darfst du hier im Gästezimmer schlafen. Oh, das ist schön, ja. Und ich gehe in mein Schlafzimmer. Moment, ein paar Sekunden brauche ich noch. Schlafanzug hast du keinen da, ne? Nee, leider nicht. Naja, dann schlafe ich halt in meinem Gewande. Kannst du ja ausziehen. Ja. Mach ich nie, normal schlafe ich auch in meiner Rüstung. Ach so. Ist eine Truhe, da ist bestimmt nichts drin, Nein, nee. Nein. Ja, war ein bisschen hart das Bett, aber sonst ging's. Ja, hier ist das Badezimmer, falls du noch duschen möchtest. Ja. Hier mit Mikrofon, ach wie schön. Das sind Wasserhähne. So.
Und Dusche, und die funktioniert bestimmt auch, ne? Die funktioniert, ja. Dann dusche ich jetzt erstmal. Gut, ich warte dann hier draußen. Ich gucke dann durch die Glastür. Sehr wohlerzogen, sehr wohlerzogen. Du guckst ja noch. man muss immer zweimal schalten, genau. Ach, schön, ja. Es ist ein sehr ergiebiger Duschstrahl. Meiner trinkt unter deiner Dusche. Wenn man nicht abschaltet irgendwann. So. Oh, ja, da muss man aufpassen. Mhm. Das ist so eine extra Spardusche, also... Toilette gibt's auch, wunderbar, mit Wasserspülung, wie vor... Ja. Es ist alles total fortschrittlich hier. Ja, ist nicht wie ein Hundsgrab, ne? Ja, da kippen wir die Eimer aus dem Fenster, das geht auch. Ja, das funktioniert, klar. Oh. Einwandfrei. Jetzt müssen wir mal gucken, ja, hier ist mein Riesenfernseher. Oh, Moment. Wow, Fernseher. Unglaublich. Ja. Läuft bei mir jetzt gerade ein dickes Huhn und ein Mann in einem Autoscooter. Ja, ist bestimmt interessant. Ja. Das Huhn macht ein bisschen wenig und der Mann auch nicht, aber das ist hier von, sag schon, Monkey Island. Ah, okay. Ah, ja. Ja, und hier ist meine Küche. Mhm. Den Kuchen, den hat mir Malkondo, glaube ich, mal mitgebracht. Oh, wie nett. Ich habe nichts mit. Außer natürlich den Sekt, aber sonst nichts mit. Ich besorge noch was irgendwie. Mal gucken. Ja, und dann habe ich hier im Kühlschrank sind noch Äpfel und ein bisschen Gammelfleisch. Na, das Gammelfleisch, das lass mal lieber dem Malkondo essen. Ja, der mag das ja. Wie komme ich an den Kühlschrank ran? Muss ich mich da irgendwie... An der Seite. Hier von der Seite aus kommst du ran. Mhm. An dem Hebel hier? Nee, das ist der Wasserhahn. Oh, ja, kommt da ein Apfel raus. Ja, auch nicht schlecht. Kommt immer ein Apfel raus. Wunderbar. Ach, du meinst so. Ja, gut. Genau. Alles klar. Dann würde ich mir die Äpfel eventuell nehmen. Ja, ich habe hier auch noch ein Brot für dich. Oh, das ist nett. Und Apfelbrot. Das ist bestimmt lecker. Ja. Und da hast du noch ein Schwert. Wow, da kann ich mich auch verteidigen, alles klar. Eine goldene Krone hast du jetzt nicht zufällig gerade zur Hand. Nee, leider nicht. Ja, gut. Naja, die habe ich an die Nomaden in der Wüste verkauft. All mein Hab und Gut natürlich. Mhm. Damit die mir zeigen, wo es nach Radiant City geht. Ja, also das muss man denen irgendwie noch aberziehen. Ja. Ich sollte vielleicht mal Schilder aufstellen. Was, Vorsicht, Nomaden in der Wüste? Ja, und dann eben auch Ortsschilder. Ja, dass man den Weg findet. Genau. Gut, dann sagen, machen wir im Rathaus erstmal weiter, oder? Das ist hier dein Wohnhaus sozusagen, oder? Das ist mein Haus, ja. Ja, schön. Hm. Auch schön groß. Das ist alles so groß hier in Radiant City. Das ist fast, als wenn man nach hier in New York kommt oder so. Ja, so soll es ja auch werden. Ah ja, ja. Ja, und ich weiß, du hast da hinten hast du mit angefangen damals, ne? Mit dem Lagerhaus habe ich angefangen. Genau, mit dem Lagerhaus. Das war so das Erste. Ja. Das war das erste Gebäude und ich glaube, die Zeitung war dann das zweite. Genau, ja. Ja. Und da halten sich auch die ganzen Bürger auf. Hier sind die ganzen Bürger, die... Guck mal, die guckt. Sind die hier guckt, im Boden. Ja, ist im Boden versunken vor Scham. Komm, ich helfe dir mal raus, Mädchen. Komm, hopp. Die will nicht. Nee. Guck doch wirklich nur der Kopf raus. Ja, das ist die ganze Zeit schon so. Ach, die hängt da schon lange drin? Ja, und hier hängt noch einer in der Treppe. Moment. In der Treppe... Der ist recht aktiv hier, ne? Mhm. Und ja, hier. Hängt in der Treppe rum, ja. Ja, die hängen alle hier drinnen rum. Ich glaube, oben sind auch noch welche. Ah, ich guck mal, warte. Nicht dem aufs Gesicht drauf treten, ne? Der hier im Treppenhaus rumhängt. Nee, da muss man aufpassen. Ja. Nee, aber hier oben ist jetzt gerade keiner. Boah, aber du hast unglaublich viele Bücher. Da bin ich ja echt mal neidisch. Ja. War das eigentlich noch vor dem Update, wo deren Bücher so teuer wurden, dass sie die hier reingebaut haben? Nee, das war danach. Oder war es in deiner kreativen Phase? Das kann auch sein, dass es da war. Das kann ich gar nicht genau sagen, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Aber dürfte so gewesen sein. Ah, die Einrichtung. Also einrichtungsmäßig hast du es ja echt mal fett drauf, sage ich jetzt einfach mal so. Da muss ich echt immer sagen, Wahnsinn. Ja, ich gucke immer ganz viel bei anderen und hole mir dann da auch so Inspiration. Ja. Hab mir so ganz viel angeguckt. Also, denke ich, macht jeder, ne? Mal bei anderen Let's Playern reinschauen einfach. Genau. Und sich da auch so ein paar kleine Kleinigkeiten eventuell abgucken. Ich glaube, das ist auch legitim. Ja, ich habe mir jetzt heute von dir die Folge angeguckt. Ja. Und ich muss sagen, das Haus, was du da gebaut hast, also sieht auch mal richtig schick aus. Ah, du meinst hier die Bürgervilla. Genau. Genau, ja. Also ist auch richtig gut geworden. War natürlich teuer, ne? Der ganze Lehmstein und so.
da musste viel für gearbeitet werden, habe ich mir extra damals einen Tagelöhner angestellt, den Zordern, ich esse erstmal einen Apfel, den Zordern, und der musste richtig mal lochen, um den ganzen Lehm da aus dem Boden zu schaufeln. Ja, das glaube ich. Aber jetzt habe ich straff Lehm da, also das hat sich echt gelohnt. Ja, das ist doch schön. Das sieht auf jeden Fall richtig klasse aus. Das werde ich mir auch wahrscheinlich auch mal abgucken. Und die Dächer so ein bisschen aufpeppen. Der hängt da immer den noch. Den hatte ich mal irgendwie rausholen. Den ja, ich Kerl. Muss das mal dann hier mal wegmachen. Ja. Und mal neu machen. Weil der kann sich ja auch so gar nicht fortpflanzen, wenn er da in der Ecke steht. Nee. Also schwer möglich. Außer es geht mal eine Dame vorbei, eventuell. Ja, sind aber nur Kerle da, ist dir jetzt auch schon mal aufgefallen. Nö, bei mir ist eine Frau also ist außer da. Außer du natürlich, ja. Nur eine. Eine, ja. Eine, die ist ja. Sehr wählerisch. Ja, wahrscheinlich. Die wartet noch auf den richtigen. Ja, die anderen hängen ja auch nur rum. Und, oder ist das die hier, die in der Treppe hängt? Hm. Ja, die einzige Frau. Ich muss die mal alle befreien. Nee, das ist auch ein Kerl bei mir. Ah, okay. Du siehst aber ganz schön weiblich aus. Also sie sieht ganz... Ja. Hat einen sehr femininen Touch. Genau. Ja, und dann das war der Radiant City News, die Tageszeitung. Genau, das ist die Zeitung. Ah, wo wir gerade bei Tageszeitungen sind. Du hattest, ich glaube, es war die erste oder die zweite. Ich glaube, es war die zweite Folge. Da hattest du mal so eine Tageszeitung eingeblendet. Genau. Radiant City News und hattest da irgendwie so einen kurzen Bericht gemacht. Ja. Das fand ich damals total klasse. Und da hätte ich eigentlich gehofft, dass da öfter mal was kommt, irgendwie so in der Art, weißt du? Ja, ich hatte dann mal was gemacht gehabt, noch extra. Ja. Und ja, und dann habe ich dann irgendwann damit aufgehört. Finde ich aber eigentlich ganz coole Idee. Also könntest du ruhig öfter mal so vor dem Video ganz kurz oder so. Ja, habe ich auch schon wieder dran gedacht, das mal wieder zu machen. Das hält die Leute immer so auf dem Laufenden so ein bisschen, ne? Weil ab und zu kommt man ja mal so ein bisschen raus bei so einem Let's Play. Und schaut sich dann eventuell ein paar Folgen mal nicht an. Und dann ist man gleich wieder auf dem neuesten Stand. Ja, das könnte ich auch sehr nett. Oh, Entschuldigung. Könnte ich eigentlich mal wieder einführen, hast du recht. Ja, und es wäre auch ganz nett, wenn du die auch nach Hundskrab austragen lassen könntest. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Das ist kein Problem. Ja, und dann stehen wir jetzt ja hier vom legendären Lagerhaus. Ja, das ist so groß, da muss ich so weit zurückgehen, damit ich das ganz sehen kann. Ja, das ist schon riesig. Aber das wird demnächst umgebaut von innen. Aha. Da kommt ja das Lager raus. Und da werden dann Apartments reingebaut. Ich dachte eine Schlachterei. Nee. Genug Schlachtereien jetzt, ja. Ja, die habe ich genug. Apartments, ah ja, Apartments, schön. Apartments, genau. Kommen dann so Nobel so Apartments rein. Für Juppies so, ne? Mhm. Alles klar. Ja. Finde ich gut, die Idee. Und dann baust du ein anderes Lager oder wie machst du das dann? Ich teile das alles auf verschiedene Gebäude. Aha. Also so Stein und so kommt dann in die Brennerei und ja. Ja, das ist ja auch so meine Methode mehr oder weniger. Genau. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Methode. Das ist, aber zumindest möchte ich gerne diese Methode auch anwenden. Mhm. Ja, ich versuch's auch. Dann zeige ich dir jetzt mal meine Schlachterei. Ja. Die ist hier ganz hinten. Das kann ich mir gar nicht ansehen. Die Abenteuer. Ich werde euch alle befreien. da bist du. Ja, genau. Ah, ich werde euch alle befreien. Komm nicht rein. Ja, du musst mal Holzschalter anbauen, die sind langsamer. Muss ich auf jeden Fall machen. Ja, hier sind die ganzen Kühe. Ja. Ja. Hallo ganz viele, Kuhfreunde. Oder ist sogar ein Schwein dazwischen. Ihr müsst euch das nicht gefallen lassen. Ja, hier draußen sind dann die Glücklichen. Hier draußen sind die glücklichen Tiere. Ja, das ist die, wenn die Presse kommt, ne? Ja, hier, wir haben voll die Biozucht hier, können Sie sehen, die Schweine haben hier einen eigenen Baum und können hier schön aus dem Wasserdruck trinken und die Kuh, total glücklich. Genau. Und dahinter verbirgt sich dann das Grauen. Bio-Kühe, ja. Ja, Bio. Also die werden nur per Schwert geschlachtet. Ja, ganz human. Genau. Und hier oben sind dann die Schweine. Oh Gott, hier sind ja überall Kühe. Ja, das habe ich auch. Voller Kühe. Das ist schlimm. Das ist. Die spawnen ab und zu mal, oder die glitschen, glaube ich, durch die Zäune teilweise durch. Ja, das denke ich auch. Da müssen wir die jetzt hier unbedingt notschlachten. Ah. Die haben kein Zuhause. Ja. Naja, also Kühe schlachte ich ja auch, ne? Ich habe ja auch eine ziemlich große Kuhweide und da werden die auch eiskalt dann geschlachtet, wenn es benötigt wird, einfach. Ja.
Das muss einfach sein. Hier oben ist noch eine im Pausenraum. Im Pausenraum? Hier ist noch eine. Gott, warum sind hier so viele Kühe? Ja, hier ist Pausenraum. Ja, die ich habe denen noch eben gesagt, befreit euch und fliegt. Ja, wahrscheinlich haben sie das wörtlich genommen. Manche schon zu Herzen genommen haben, ja. Ja, und hier ist einfach nur das Klo. Aha. Das ist einfach nur Klo. Ja. Für die Mitarbeiter. Genau. Ja, dann müssen wir schon wieder schlafen, ne? Ach, schon wieder? Ja, das ist schon wieder Nacht. Heiler dauert's. Ja, das geht schnell. Das geht super schnell. Ist ja schlimm. Ach, ja. In der Schlachterei würde ich jetzt auch nicht so gerne übernachten. Nee, hier können wir auch gar nicht übernachten. Da sind keine Betten. Ich habe nur Betten in den Häusern. Also in den Wohnhäusern. Ich trage die ganze Zeit diese Zombie-Leber hier rum. Die schmeiße ich mal weg jetzt. Ich will ich nicht. Überleg mal, hinter dir rennt immer einer lang. Mit einer Leber in der Hand. Mit einer ganzen Leber. Nee, also das finde ich nicht so lecker. Nee, eben. Das gehört sich nicht. Haha. Ich werde demnächst mal alle Schalter austauschen. Ja, muss mal Elektriker kommen lassen oder so. Ja, muss ich da mal einen Auftrag geben. Hier? Ja, genau hier. Ah, wunderbar. Ach ja. Der Tag geht immer schnell rum, ne? Ja, total. Also das ist ja bei Minecraft so der Tag, aber die Nacht noch schneller, wenn man schläft. Ja, das stimmt. Aber es ist überwiegend Nacht. Ja. Habe ich so das Gefühl. Hat man so, ja, doch. Vielleicht, schade, dass man das nicht einstellen kann, ne? Es müsste so ein, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Mod gibt. Gibt's bestimmt. Sicherheit. automatische Türen sind nicht so mein Ding. Ja, dann zeige ich dir jetzt noch die Hühnerschlachterei. Mhm. die Klick-Klack-Anlage, juhu! Genau. Ja, bin drinne. So, hier sind dann ja die Hühner, die zum Schlachten sind. Aha, das sind im Moment nicht viele. Ja, die baden da und nichts Böses, Klick-Klack. Genau. Ja. Das sind alles Klick-Klack-geschädigte Hühner. Sind das jetzt die Eiwerf-Hühner oder sind das die Hühner, die des Todes sind? Das sind die Hühner, die des Todes sind. Zwei, ja. Ja, sie wissen es ja nicht, ne? Nein. Oben sind die zum Eierlegen. Ah ja, die glücklichen Eileghühner. Genau. Klick-Klack. Mal gucken, ob sie welche gelegt haben. Das sind richtig viele hier, da geht richtig der Punk ab. Ja, das sind viele und da werden es immer weniger und ich weiß nicht warum. Ja, meine, da unten schwimmen die Eier lang. Genau, hier kann man dann die Eier einsammeln. Cool. Ja, schön. Ja. Ich habe das ja gesehen, wie du das gebaut hast und diesen ganzen Redstone-Krams, den du da eingebaut hast. Ja. Das ist schon echt faszinierend. Also ich habe ja weniger so Redstone-Technik, aber du hast dich ja damit ein bisschen extra auseinandergesetzt dann, ne? Ja, ich teste das vorher, ich probiere rum. Ja. Und hier ist dann das Lager hier unten. Und ja, ich teste das auch immer, aber da stelle ich dann immer nur fest, funktioniert nicht. Ja, ich habe auch lange gebraucht, um das hinzubekommen alles. Okay. Nee, ich habe auch wirklich noch wenig gebaut, Redstone-mäßig. Okay. Ja, und hier kommen dann die Hühner runter, wenn sie geschlachtet sind. Wenn sie denn dann sterben. Genau. Ja. Hier ins Hühnerkrematorium sozusagen. Ja. Und die Platten halten das Wasser davon ab, jetzt hier rauszufließen, genau. Genau. Ja. Dafür sind die da. Und hier hast du auch schon ordentlich Hühnerfleisch gesammelt, wie ich sehe. Ja, ein bisschen was ist schon da. Schön, ja. Oh, da kam ein Ei. Federn und die Tintenfisch-Säcke. Ja, die habe ich auch hier, weil hier mal irgendwie wohl ein Tintenfisch, Tintenfisch draufgegangen ist. Ja, das habe ich gesehen, ja, cool. Ja. Ja, Mensch. Dann war das schon alles das. Alles mit Glowstone beleuchtet. Du warst schon oft im Nether, ne? Ja. Einmal habe ich ja gesehen, warst du mit Malkondo mal da? Ja, dann war ich einmal alleine und so ein paar Sachen sind noch aus dem Kreativmodus zurückgeblieben. Ja. Ja. Das fand ich eigentlich damals auch ganz cool, wo du das gemacht hast. Ich glaube, da hast du dir viel Mühe erspart. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch mal interessant. Einfach mal auch mal. Es gibt ja überhaupt kein Let's Play, was im Kreativmodus stattfindet, obwohl es ja eigentlich auch zum Spiel gehört, ne? Ja, das stimmt. Wenig. Also hier ruckelt es auf jeden Fall. Okay. Denn wir sind hier bei der Brennerei zum Ruckler. Brennerei, Schnapsbrennerei oder was? Nein, das ist die Steinbrennerei. Ah, ja, okay.
Hier werden Steine gebrannt. Zum Ruckler, wie Hälfte geil. Mal. Ich will rein, geil. Ja, hier schön. Sind dann meine Öfen. Ja. Ne? Mhm. Und unten ist ein Lagerraum. Mit Schornstein, damit da der Dampf abziehen kann oder der Qualm. Und genau. Auf der anderen Seite auch Öfen. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch das einzige Haus, was bis jetzt einen Schornstein auf dem Dach hat. Ah ja. Mhm. Ja, das vergesse ich auch immer irgendwie. Ja, das, ja. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Ja, und unten habe ich dann eben, ne, den Lagerraum. Mhm. Bei mir zieht der Mief dann immer einfach unter die Decke. Aha. Und dann verfängt er sich da in den Tapeten. Die Truhen sind noch alle leer. Ja, weitestgehend. Ah ja, da hast du doch schon ordentlich Lehm. Ja, das ist so mein letzter. Ja. Oh, und hier, ne? Pflastersteine ordentlich. Da habe ich genug. Mann, Mann, Mann. Ja, und Cleanstones auch. Ja, mhm. Mensch. Was mich immer wundert, du hast doch irgendwie einen unglaublich hohen Level schon, ne? 62, 65 oder so? 64, ja. 64, okay. Dass du noch nichts verzaubert hast, das hat mich immer so ein bisschen gewundert. Ja. Dir fehlt das Leder oder so, ne? Nee, ich habe eigentlich alles dafür. Allerdings, ja, bin ich da einfach noch nicht zugekommen. Hast du Angst vor Hexerei und Magie? Nee, eigentlich nicht. Ach so, eigentlich okay. Nicht. Ich mag das sogar. Okay. Muss ich demnächst mal bauen, also ne. Ja. Verhexerei. Kann ich dir empfehlen auf jeden Fall. Das ist schön. Dann hat man nämlich teilweise echt coole Sachen, ja. Die einen dann viel Zeit ersparen vor allen Dingen. Ja klar, das muss ich unbedingt machen. Das habe ich bis jetzt einfach immer nur vergessen.